Herzlich willkommen bei Eike und Anja auf Tour. Du suchst ein rekordverdächtiges Gebirge? Dann bist du auf unserer Wanderung im Siebengebirge südlich von Bonn genau richtig. 1922 wurde es eines der ersten Naturschutzgebiete Deutschlands und hat mit dem Drachenfels einen der meistbestiegenen Gipfel Europas. Wenn das nicht eine Runde mit uns wert ist? Die Highlights auf unserer Tour sind neben dem Drachenfels der Petersberg, der Ölberg als höchster Berg und die Löwenburg als Einkehr. Aber beginnen wir in der Gesamtübersicht dieser reizvollen Gegend. Links am Bildrand Königswinter am Rhein. Und wie schon angekündigt, nochmal die Highlights dieser Tour in der Karte hervorgehoben. Unsere Wanderung startet auf dem Parkplatz der Margaretenhöhe. Die Parkgebühren belaufen sich auf 3 Euro pro Tag. Von hier aus geht es erstmal recht steil bergauf zum Ölberg, was schon der höchste Gipfel dieser Runde ist. Die einzige Option, um die Aussicht von hier zu genießen, ist die Terrasse der Gaststätte hier oben. So steil wie es hochging, geht's auch wieder runter. Bis zur nächsten Einkehr gibt es ein paar kompakte Tourdaten. Der Weg geht durch oder vorbei an der Burgruine Rosenau. Jetzt sind wir am Einkehrhaus Weidmannshohe angekommen. Aber noch ist uns nicht nach Pause und deswegen geht es weiter. Auf dem Weg immer mal die ein oder andere Information zur Region und was hier früher so passiert ist. Zum Beispiel die Erklärung zur Bremsbahn. Jetzt schrauben wir uns wieder den Berg hinauf Richtung Petersberg. Hier befindet sich das 5-Sterne-Hotel Steigenberger, von dem die Gäste einen fantastischen Blick über den Rhein genießen. Dieser Teil der Strecke zählt zum Rheinsteig und es geht in einem großen Bogen Richtung Drachenfels. Der Weg geht wellig durch den Tannenwald und dann wieder durch lichteres Gelände wie durch diese Kastanien. Bevor man aber zum nächsten Einkehrhaus, dem Milchhäuschen, kommt, muss man noch die Steigung des Geißbergs nehmen. Nach dem Milchhäuschen geht es wieder etwas bergab bis zum Schloss Drachenburg, welche bei ausreichend Zeit auch eine Besichtigung verdient. Wir wandern aber weiter und lassen auch Deutschlands älteste Zahnradbahn rechts liegen. Wer möchte, kann sich damit den Aufstieg ersparen. Jetzt geht es wieder bergauf weiter zum Drachenfels. Irgendwo müssen die über 1000 Höhenmeter ja auch herkommen. Und hier ist er auch schon, der sagenumwogene Drachenfels, an dem Siegfried seine Unsterblichkeit fand. Auf diesem Fels vereinen sich Moderne und Vergangenheit, genauso wie die Menschenmassen, die an einem schönen Wochenende hier hochpilgern. Der Blick zum Rhein über Bad Honnef ist hier wirklich beeindruckend. Richtung Norden zum Schloss und nach Königswinter. Bei klarem Wetter sieht man sogar von hier die Spitzen vom Kölner Dom. Jetzt geht es wieder bergab nach Rhöndorf, dem Wohn- und Sterbeort unseres ersten Kanzlers Konrad Adenauer. Das ist schon der 6., oder?
Der Weg zieht nochmal richtig an und es geht knackig hoch auf den Breiberg und weiter hoch Richtung Löwenburg, bei dem wir aber die Ruine und den zweithöchsten Berg rechts liegen lassen. An den Obstwiesen vorbei geht es dann endlich wieder sanft bergab und nach nur einem Kilometer erreichen wir ziemlich kaputt wieder den Startpunkt an der Margaretenhöhe. Puh, das war gar nicht so unanstrengend. Nach etwa 7 Stunden haben wir unsere Runde wieder glücklich geschafft. Ich hoffe, euch hat unsere Wanderung gefallen und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ich freue mich! Bis zur nächsten Wanderung!